Ja, hallo Leute, da bin ich wieder. Euer Kalle. Quasi. Oh, wo ist denn die Mütze geblieben? Naja, hält auch nicht mal das, was ihr versprochen hat. Egal, so fühlen sich meine Haare besser. Hier ist wieder euer Adventsegel quasi. Nein, ich meine natürlich euer Kalle zum ersten Advent. Mit einem alten Ferientipp, den es schon mal in der Weihnachtszeit gab. Und mit einem ganz speziellen Gedicht aus dem Gedichtskalender. Nein, aus dem Adventskalender heißt es ja besser. Mit natürlich auch Gedichten in diesem Jahr. Sekunde mal, mir ist der Text gerade, wie soll ich sagen, flöten gegangen, abhanden gekommen. Also tauche ich mal kurz ab. Sekündli. Ach so, da fällt mir ein, machen wir mal wieder setzen, da fällt mir ein, diese erste Version des Adventskalender, quasi Türchen Nummer 1, ist, weil da so viel von Spencer Co. gewesen ist, ja genau, die ist Jan Böhmermann und allen Fans gewidmet. Also, schauen wir mal. Der Weihnachtsmann, der stinkt nach Zimt. Das glaubt ihr nicht? Doch, doch, das stimmt. Und selbst die Frau vom alten Mann, die längst nicht mehr ihn riechen kann, bestätigt das verstimmt. Auch Apfelnuss und Mandelkern isst sie schon lange nicht mehr gern. Auch Säcke kann sie nicht mehr sehen, weil sie ihr auf die Nüsse gehen. Drum sieht man hier, der Überfluss führt mit der Zeit gern zu Verdruss. Zu viel von wenig ist zu viel, das ist wie stets das gleiche Spiel. Kaum ist's vorbei, beginnt's von vorn. Sie denkt an Kimmel und an Korn. Tja, meine Lieben. Und nun, wie gesagt und versprochen, schon mal ein Ferientipp aus Uraltzeiten. Nicht wahr? Hallo, liebe Freunde zur Weihnachtszeit. Hier bin ich wieder, euer guter alter Spencer. Mit ein paar Ferientipps zum vierten Advent. Tja, und mit von der Partie sind der Elvis und der Weihnachts-Oster. Also die kennt ihr schon. Na, und für die, die die noch nicht kennen, rufe ich sie doch mal schnell. Elvis, na, bist du schon so weit? Du bist bald dran, Erst muss ich noch die ganzen Geschenke besorgen. Und dann soll ich mich auch noch beeilen. Ach ja, unser Weihnachts-Osterhase. Wo der wohl wieder sein mag. Ich habe ihn vorher in der Küche gesehen, hat er nach Mehl und Salz und Wasser und so weiter gesucht. Von wegen Küche, hier bin ich. Ja, hallo. Salz und Mehl habe ich gefunden. Na fein. Aber noch nicht angefangen. Bis gleich. Bis gleich. Tja, also, bis die beiden soweit sind, schauen wir uns zusammen noch.
Tja, tja, Freunde, ihr seid sicher mit mir der Meinung, dass der Elvis langsam hier angeschneit kommen könnte, ne? Schneeflöckchen, Weißröckchen mit dem weißen Söckchen, wo der sich wieder rumtreibt. Eigentlich wollte ich euch ein paar Tipps verraten. So ein paar schöne Tricks, wie ihr, wenn ihr für eure Eltern, Geschwister und Freunde noch keine Geschenke gefunden habt, so ganz auf die Schnelle welche herstellen könnt. Könntet, wenn der Elvis eingetroffen wäre und nicht irgendwo der Schneewehe verblichen wäre. Ja, lässt doch ruhig weiter. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Sag mal, wo sind denn die ganzen Säckchen und Päckchen hin? Ich meine, das ganze Zubehör für unsere kleinen, schnellen Weihnachtsgeschenke. 5 vor 12, sollen denn Tausende von Eltern, Geschwistern und Freunden leer ausgehen, ganz ohne Geschenke nichts bekommen? Ja, wieso nichts bekommen? Was hast du gesagt, ist Weihnachten am wichtigsten? Bitte? Was hat denn es damit zu tun? Gute Laune. Na, und? Warme Gefühle im Herzen. Und? Gemütlichkeit. Und? Liebe, Elvis. Viel Liebe, ja, ganz und, viel. Ich meine, ist das schon alles? Reicht dir das nicht? Ich meine, was meinst du denn? Na, wie würdest du all das, was du eben genannt hast, denn nennen? Hä? Ach so, ja. Also, Freunde, das sind Geschenke. Das sind die Dinge, die uns das Weihnachtsfest zu einem wahren Geschenk machen. Ja, siehst du, das meine ich doch. Ja, was hat das denn mit den Paketen von vorhin zu tun? Ich meine, Elvis, wir wollten doch beide zusammen... Wir wollten unseren Zuschauern kleine Geschenke zum Selbermachen präsentieren und keine Läden leer kaufen. Ach so, und? Ja, und deshalb habe ich alle Päckchen und Pakete wieder in die Läden zurückgetragen und mir etwas anderes überlegt. Ach, Elvis, und das wäre? Geschenke, die vom Herzen kommen. Aha, okay. Und? Die ganz persönlich sind. Und? Die kein Geld kosten, nur etwas guten Willen. Und? Und? Na, ist das schon gut. Elvis, wirklich kein schlechter Gedanke. Geschenke, die kein Geld kosten, nur ein bisschen guten Willen. Und? Und? Also und deshalb wird uns Elvis jetzt diesen längst mit Spannung erwarteten Geschenktipp erläutern. Augenblick! Bin gleich soweit. Den Augenblick, den kenne ich doch. Da können wir uns gut zusammen noch einen Film angucken. Wie wär's denn mit, was wäre, wenn jeden Tag Weihnachten wäre? Manchmal stelle ich mir vor, es wäre jeden Tag Weihnachten. Das wäre bestimmt sehr aufregend. Meine Eltern würden hinter verschlossenen Türen miteinander flüstern. Papier würde knistern, sie würden den Tannenbaum schmücken. Dann würde es klingeln und die Tür aufgehen. Da stände dann der Tannenbaum mit den vielen brennenden Kerzen. Wir würden Weihnachtslieder singen und bekämen sicherlich tolle Geschenke. Wenn jeden Tag Weihnachten wäre, gäbe es auch immer Braten und Knödel und meinen Lieblingspudding. Es würden dann so viele Spielsachen werden, dass ich gar nicht wüsste, mit welchen ich zuerst spielen sollte. Also, alle Tage Weihnachten ist wohl doch nicht so schön. An einem Tag wenigstens müsste ich Geburtstag feiern können und alle meine Freunde einladen. Mit denen wüsste ich, was ich spielen kann. Tja, also eigentlich ist für mich ja jeden Tag Weihnachten. Ich habe ja meinen Elvis und der ist voller Überraschungen, wenn auch ohne Schleife und Lametta. Nun, was ist denn eigentlich mit unserem Weihnachtshasen? Ich bin hier in der Küche. Aha. Angefangen habe ich schon, aber der Michael ist weggelaufen. Was? Na, der hat in den Teig gebissen. Ja, dann hat fang ihn sicherlich nicht geschmeckt. Fang ihn wieder ein, mit Negerküssen oder Zimtstangen und so. Hallo, und da bin ich auch schon wieder zurück aus meinem Hobbykeller. Ja, na. Warum nicht mal Hilfe schenken? Und zu diesem Zweck habe ich hier diesen Gutschein vorbereitet. Und was erblicken wir auf dem Gutschein? Na, Teller und Tassen und natürlich auch ein Handtuch. Was bedeutet das? Geschirr abwaschen. Diesen Gutschein könnt ihr an eure Eltern verschenken. Die Striche da auf der Seite, was ist das? Ja, das sind Einheiten. Je nachdem, wie oft ihr euren Eltern helfen wollt, so viele Striche macht ihr an die Karte. Und jedes Mal, wenn ihr geholfen habt, reißt ihr einen ab. Da male ich für dich doch auch eine. Kaktus und Rasiermesser. Ich helfe dir beim Rasieren. Aber Kakteen werden nicht rasiert, entschuldige. Dann beim Gießen, Dass ich das noch erleben durfte. Ist er ganz gerührt und schwimmt davon. Auf seiner Tränenflut, auf das Salzige. Apropos, was machen denn eigentlich die Weihnachtsmänner und... Nun komm schon, Michael, komm! So, und nun bleibst du hier stehen, klar? Na also, los geht's. Mit Häschen, Weihnachtsmänner und Frauen. Was wir jetzt brauchen... Ach, nimm doch mal die Figuren und zeig sie.
brauchen wir zur Herstellung dieser Salzteigfigur. Ja, ja, stimmt's, Michael? Mhm. So, und was brauchen wir dazu? Naja, das findet ihr in jeder Küche. Mehl, Salz und Wasser. Stimmt's, Michael? Mhm. Das wird zu einem Teig gerührt. Na, davon hat der Michael schon gegessen. Hm. Deswegen ist er auch weggerannt, weil der Teig so salzig war. Naja, ist ja nicht zum Essen, sondern zum Herstellen unserer Figuren. So, wie wird das gemacht? Na, passt auf. Ihr nehmt am besten Joghurttöpfe. Na, falls ihr die nicht habt, na, dann nehmt ihr Gläser oder Tassen gehen auch. Aber aufpassen, die gehen schnell kaputt. Also, ich erkläre euch das mit Joghurttöpfen. Ihr nehmt 2 Töpfe mit Mehl. Michael, zeig die mal. Ja, so ist schön. Hm? Und ein Topf ist gut. Und ein Topf mit Salz. Hm? Ja, so. Und jetzt aufgepasst. Einen halben Topf Wasser. So, stimmt's, Michael? Ja, fein. Gut, halben Topf Wasser. So, Salz und Mehl hinein in die Schüssel. Na, hinein, ja. So, und das Salz hinterher. Ja, fein. Und jetzt das Wasser hinterher. Aber nur einen halben Topf. Ja, Michael, so ist gut. Nicht so viel. Alles wird gerührt zu einem Teig. So wie der Michael das jetzt macht. Oh, das ist ja viel zu matschig. Du sollst doch nicht so viel Wasser nehmen, Michael. Na, siehst du. Na, ein Glück. Wir haben ja schon mal Teig vorbereitet. Hier in der roten Schüssel. Nimm doch mal die rote Schüssel hier, Michael. So, austauschen, ja. So, da haben wir den Teig. Wunderbar. Hey, was machst du denn da? Na, sowas. Hm? Oh, jetzt fängt er auch noch an zu zaubern. Na, sowas geht aber nicht, Michael. Der Teig muss wieder her. Oh, jetzt, wo der Teig wieder da ist, na, da kann er ausgerollt werden. Hm, am besten macht ihr das auf einer Folie oder wie hier auf einem Brettchen. Dann nehmt eine Flasche dazu. Klappt schon ganz gut. Aber vergesst nicht, Mehl drunter zu streuen. Sonst klebt der Teig fest. Na, und das wollen wir doch nicht. Tja, und dann könnt ihr Sterne ausstechen. Ja, na, für den Weihnachtsbaum. Oder ihr macht eine Rolle, davon einen engen Kreis, und verziert die mit Kugeln und daraus könnte ein Kerzenständer werden. Ja, ja. Aber bevor ihr mit den Sternen oder den Kerzenständern was anfangen könnt, müsst ihr sie trocknen. Na, und das macht ihr am besten so, dass ihr die Teile wieder auf eine Folie legt, ja, so wie der Michael das gemacht hat, und diese auf einen Ofen oder auf eine Heizung. Hm? So, und dann, wenn die Teile trocken sind, können sie bemalt werden. Bemalen? Michael, wo sind denn die Malsachen? Oh, na, da kann es ja losgehen. So, na, ihr könnt ja auch andere Sachen machen. Zum Beispiel eine Puppe, wie diese hier. Hm, zeig mal eine Puppe, Michael. Oh, schön. Na, essen könnt ihr die Dingerchen nicht. Ihr wisst ja, Salzteig. Der Michael hat ja davon probiert. Ist ihm ganz schlecht davon geworden. Und deswegen ist er auch ausgerissen. Nicht wahr, Michael? Na, und nun viel Spaß! Tja, liebe Freunde, das waren sie mal wieder, die Ferientipps. Diesmal mit den Geschenktipps, Gutschein und Salzteigfigürchen. Na dann viel Spaß beim Kneten und Ausstechen. Tschüss! Ja, also, und morgen kommt ein nächstes kleines Türchen vom Advent, unserem Adventskalender. Tschüss, euer Kalle von Adventskalender, nee, Spencer TV. Und heute mit dem Schlitten oder mit dem Bus? Bus? Super. Ja, tschüss, Leute.